Hallo und herzlich willkommen zu den Whisky.de News am 30. September 2019. Und wir haben ja eine Reihe interessanter Nachrichten. Ja, und zwar gibt es eine Ankündigung für den Octomore 10. Ja, der Octomore 10 kommt raus und bei dem ist es jetzt etwas besonders. Das ist jetzt nicht die Flasche, das ist ein, was ist das? Ein 8-2. Ja, der 10 ist jetzt dementsprechend besonders, weil er nicht mehr ganz so rauchig ist wie die Vorgänger. Ich kann euch das mal vorlesen. Deutlich weniger ppm. Octomore 10.1, 107 ppm, 59,8 Volumenprozent. 10.2, 96,9 ppm, 56,9%. 10.3, 114 ppm, 61,3 Volumen. 88 ppm ist der 10.4 mit 63,5 Volumen. Verkaufsstart ist voraussichtlich der 1. Oktober und natürlich auch bei whisky.de erhältlich. Und jetzt wird ein Biest losgelassen. Ja, ein 25 Jahre altes Biest. Douglas Lang bringt ihr Tomorrow's Biest 25 Jahre raus. Eine limitierte Auflage mit 1600 Flaschen. Es ist ein, ja, 25 Jahre alter Blended Malt, größtenteils Ex-Bourbon-Fässer, ohne Farbstoff, ohne Kühlfiltrierung, 46,8%. Dann haben wir eine Kooperation zwischen Highland Park und dem schottischen Ballett. Ja, das schottische Ballett wird 50 Jahre alt, es feiert ihr Jubiläum und sie machen eine kleine Kooperation mit Highland Park und die bringen eine limitierte Sonderabfüllung raus zu ihren Ehren. Sie hat 5000 Flaschen, 40% Volumen und wird wahrscheinlich im Oktober auf den Markt kommen. Wo die erhältlich sein wird, das weiß man noch nicht. Dann haben wir Balvenie, die bringen ihren 6. Batch der TAN 1509 Serie auf den Markt. Die Serie kommt ja jedes Jahr und es handelt sich beim Batch 6 um seltene Fässer aus, also 21 verschiedene seltene Fässer, die dann in dieser berühmten TAN 1509 vermählt werden und dann abgefüllt werden. Die werden demnächst auf whisky.de auch erhältlich sein. Wann genau, wissen wir nicht, aber schaut einfach mal öfters im Shop vorbei, da werdet ihr dann schon fündig. The Singleton bringt ihren ältesten Malt auf den Markt. Es ist ein 53-jähriges Einzelfass von 1964. Die bereits älteste Abfüllung von ihnen aus einem Hawkshead-Fass und es sind nur 117 Flaschen dabei rausgekommen. Sie werden in einer Kristallkaraffe präsentiert und da gibt es noch eine Holzkiste dazu und die Holzkiste hat dann einen Teil des Fasses eingearbeitet. Sehr, sehr interessant, wird aber auch extrem teuer und wahrscheinlich nur auf Anfrage erhältlich sein. Dann haben wir eine neue Brennerei, von der ich noch gar nicht berichtet habe. Und zwar die Argovan Brennerei veröffentlicht vor ihrem Bau erstmal einen Blended Malt. Die Argovan Distillery ist eine Brauerei oder eine Brennerei, die nahe Glasgow in Inverkip bauen will. Sie haben schon ihre Baugenehmigung seit 2017, aber sie wollen erst mit den Bauarbeiten nächstes Jahr beginnen und Produktionsbeginn soll 2021 sein. Ab dem 1. Oktober wird es einen Blend geben namens Coppersmith und der wird ein Blend zwischen Speyside und Highland sein mit 48% Volumen. Da kann man so ein bisschen dann schon abschätzen, in welche Richtung es geht, ob das wieder so eine Super Premium oder normale Brennerei wird. Und schauen wir mal ein bisschen übers Wasser nach Irland. Da haben wir auch einen neuen Namen. Edgelinville füllt ihren 18-jährigen irischen Whisky im Rumfinish ab. Es ist eine Nachreifung mit einem Port Mourant Rum Finish, 18 Jahre, 57% Volumen. Und in den Fässern wurde zuvor 41 Jahre lang alter Demerara Rum gelagert. Also das Fass ist durch und durch vom Rum vereinnahmt worden, aber hat natürlich sehr wenig Fasseinfluss davon. Ja, interessante Geschichte und man merkt, in Irland geht es auch wieder ein Stückchen weiter. Dann haben wir noch eine
eine Legal-Nachricht aus dem internationalen Bereich. Man kennt es vielleicht noch. Ich glaube, ich hatte noch nie darüber berichtet, aber es ist schon sehr lange am Kochen. Der Streit zwischen Glen Ells und der schottischen SWA, der Scotch Whisky Association, ist zu Ende gegangen. Glen Ells hat verloren und die Brennerei Hammerschmiede, die die Marke Glen Ells vertritt, muss nun den Glen Ells umbenennen. Da es sein könnte, dass Verbraucher meinen, dass Glen Ells, weil es das Wort Glen enthält, ein schottischer Whisky wäre. Sie haben bereits 17 Jahre unter diesem Namen den Whisky geführt. Jetzt benennen sie ihn um und er wird Ellsburn. Das kommt von dem Elsbach, der das Wasser für die Hammerschmiede liefert und deswegen heißt die Brennerei jetzt Ellsburn. Klingt auch ein bisschen schottisch. Aber ich hoffe mal, da wird keine Verwechslungsgefahr nach den Meinungen der Gerichte existieren. Und eine letzte Nachricht haben wir hier noch. Hier sehen Sie schon die österreichische Flagge. Whisky.de liefert jetzt auch nach Österreich. Ja, wir liefern auch jetzt in unser erster, ins erste Ausland. Es verändert sich ein bisschen die Versandkostenfreigrenze und die Versandkostenpauschale. Ansonsten bleibt relativ viel beim Gleichen. Das ganze Sortiment wird in Österreich angeboten und auch den Club und alles andere wird es für Österreich geben. Zahlungsbedingungen haben wir ein bisschen ausgeweitet, denn es gibt in Österreich ein sehr weit verbreitetes System, das heißt ESP oder EPS. Das ist so eine Zahlung für Österreich und damit könnt ihr als Österreicher gerne hier bei whisky.de bestellen. Rechnung und SEPA brauchen wir noch ein bisschen, aber das kommt später noch hinzu. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.